So, da sind wir wieder bei The Forest. Guck dir Hallo. mal die Bilder an, die hängen hier nicht richtig dran, die schweben davor. Wo ist der Speer hin? Ja. Okay, dann mache ich mir mal wieder einen neuen. Vielleicht ist hier draußen. Nee. Aber was ist das da hinten? Kann das der sein? Ich habe hier Pfeile. Hier oben, das sind aber auch nur normale. Cool. Ja, du musst jetzt hier nicht alle nehmen. Also gut, ich tue sie zurück. Sind für Leute, die dann später kommen und das dann auch brauchen. Also du brauchst es nicht. So, zurück zur Arbeitsstelle. Jo, hab mir noch schnell einen neuen Speer gecraftet. Ich hab was getrunken. Hast du dir einen guten oder einen schlechten Speer gecraftet? Beides. Nee, du kannst ja nur eins. Ich habe einen normalen Speer und einen Upgraded Speer. Ja, aber wenn du den Upgraded Speer hast, dann hast du den geupgradeten gebaut, nicht den schlechten. Selbst wenn Es du den gibt. schlechten davor gebaut hast. Gibt noch einen anderen Speer? Den normalen Speer ist doch schlecht. Ja, Du okay. kannst den guten nicht machen, ohne den schlechten nicht gemacht zu haben, aber den schlechten machst du nicht, wenn du den guten machst. Okay. Weil dann machst du ja den guten, oder nicht? Ich Mit habe mir dem aber auch einen, schlechten. ich habe mir aber auch tatsächlich einen schlechten Speer in Reserve schon mal gebaut für das nächste Mal, wenn ich das verliere, dass ich dann nicht in der blöden Situation bin, dass ich keine Sticks mehr übrig habe. Ich habe auch den schlechten und den guten. Und aus irgendeinem Grund wird beim guten angezeigt, dass er einmal vorhanden ist. Als wenn man den Und ich habe mehrfach da mal bauen noch Gift könnte. draufgehauen auf meinen Speer. Was hast du gehauen? Gift draufgepackt. Ja, aber das geht nach einem Schlag weg, das weißt du schon, ne? Ja. Das macht doch keinen Sinn. So, ich habe den Vorteil, ich habe eine Machete. Ich kann alles hier mit einem Schlag zerstören. Kommst du nicht sogar mehr Stöcke daraus dann? Das war früher so bei den Kleinen. Ich glaube, ich habe hier nicht mal mehr diese tolle Möglichkeit, dass ich da einmal draufschlagen muss, dann geht das kaputt. Weil das ganze Holz, das geht immer aus dem Weg, wenn ich da zu nahe komme. Und dann trifft er das nicht und dann muss er nochmal schlagen und das macht dann keinen Unterschied. Ist richtig dumm. Hattest du nicht letztens mal gefragt, wann man diese komischen Stümpfe von Bäumen zerstören kann? Also die, die vorher unzerstörbar waren. Ja. Ja, jetzt sind sie es halt nicht mehr. Gut. Warum auch immer der das gesagt hat. Uruguay. Das hört sich übrigens sehr komisch an, Uruguay. Was hast du gegen Uruguay? Keine Ahnung. Stell dir mal vor, die würden Alkohol machen, also Gin, ne? Ja. Und das machen die in der Stadt Gon, ne? Und dann ist das Uruguay Gon Gin. Ja. Toll, nicht? Hast du ein ähnliches Problem mit Paraguay? Paraguay Gon Gin. Das ist ein toller Witz. Soll ich in der Zeit mal eben weiter Seile holen? Kannst du gerne machen. Du hast hier Ich gerade. sammle Stöcker. Ja, du wirst angeschrien von Frauen. Ja, aber ich sehe nicht von wo.
Das hat sich angehört wie von hier. Da, wo die Toten auch liegen. Ah, da ist eine. Ja, die da. Ja, die wird natürlich nicht gesprengt, ne? Aber die Echse. Habe ich da den Kopf nicht getroffen? Doch. Warum ist sie da nicht umgefallen? Weil ich die geschlagen habe. Spiel hat du sich dann ja so gedacht, Leben ja, gerichtet. Der muss jetzt den Kill kriegen. Das ist einfach nur fair. So, dann gehe ich jetzt in die Höhle. Ich habe immer noch nicht darüber geredet, ne? Dass GEP und Paluten ja jetzt wieder, oder eher GEP halt, The Forest macht und ich da nicht schreiben kann. Warum kannst du da nichts schreiben? Ich habe wahrscheinlich zu viel geschrieben. Wobei es ja, wie das ist, wenn man bei YouTube zu viel schreibt, dann wird man automatisch im Spam-Ordner abgelegt. Das hatte ich ja auch schon bei meinen Abonnenten so, dass da einige direkt wegfahren. Warte, wer war das denn nochmal? Wer bei mir automatisch immer im Spam-Ordner gelandet ist? Komm, ich weiß deinen Namen noch. Ich weiß deinen Namen noch. Komm, du hast mit mir was gezockt. Ich weiß das. Soll ich mal schauen, wer alles bei uns auf dem Discord ist? Ich glaube, das ist keiner von denen. Ich weiß nicht, ob es einer von denen ist. Es kann sein. Ist es Jonas MK? Nein. Outidiot? Nein. Highways? Nein. Scootplay Gamer? Nein. Waren wir nicht mal mehr? Waren wir nicht mal mehr? Ich habe keine Ahnung. Warum ist es hier eigentlich wieder so dunkel? Ich habe hier doch ganz viel aufgehellt. Ach komm, ich kenne deinen Namen noch. Komm, von Pokémon TCG Online. Actillas, du warst es. Ach, da kennst du den her. Nö, da kenne ich den nicht her. Der kennt mich doch schon länger. Das war, glaube ich, von Holly sogar. Ja. Gute alte Zeit. Jedenfalls. Ich hasse das, wenn Echsen despawnen, während man sie gerade erstechen will. Jedenfalls hat Actillas bei mir relativ lange nichts geschrieben. Und jetzt irgendwie dann doch wieder und dann ging das. Aber vorher wurde er geblockt. Von YouTube automatisch. Oder war das, sagte das? Ich gehe davon aus, dass er es war. Gut. Und wenn du halt zu viel schreibst, landest du ja, wie gesagt, immer in diesem Spam-Ordner, dann muss der YouTuber dich natürlich erstmal freischalten und ich glaube nicht, dass GEP und Paluten sich dafür die Zeit nehmen, jemanden freizuschalten. Das müssten die nämlich jede Folge machen, aber das lesen sie sich doch gar nicht durch, ganz ehrlich, was die da im Spam-Ordner haben, vor allem bei YouTube das halt auch so versteckt, dass du da gar nicht nachgucken willst. Ich tue das immer, weil ich habe auch nicht so viel Spam. Ja, das wollte ich nicht aufheben. Jedenfalls ist das halt so. Und dann kann ich bei GP und Paluten nichts schreiben. Also ich kann was schreiben, es wird nur keinem angezeigt. Das haben wir schon ausgetestet. Da kannst du richtig lange nach dem Kommentar suchen, den wirst du nicht finden. Der wird nur mir angezeigt, aber jedem anderen nicht. Okay. Und das ist gerade für mich ein bisschen scheiße, weil dann kann ich denen natürlich nicht helfen.
und den anderen Zuschauern natürlich auch nicht. Was ich aber gut fand, da haben sich einige Leute für mich halt auch wirklich eingesetzt, reingeschrieben, ja, schaltet den mal frei und so. Und dann haben sie auch noch weiter Tipps geschrieben und Leute korrigiert. Immerhin merken die Leute, ja, den gibt's auch noch, vielleicht sollten wir uns mal revanchieren. Das wissen sie auch nur, weil du unter jedem deutschen The Forest Let's Play auftauchst. Jedenfalls behaupte ich das. Dir würde ich es glauben. Zumindest unter jedem, von dem du es mitbekommst. Unter jedem, von dem der YouTuber groß genug ist. Weil bei Kleinen macht das irgendwie ja keinen Sinn. Deswegen sage ich, von dem du es mitbekommst. Ja, ich google auch manchmal danach, ob ich da was finde. Bei den Englischen, da schreibe ich ja auch teilweise was. Ja, man sollte übrigens nicht mit Feuerzeug in der Hand kämpfen, weil das macht den Schlag langsamer. Ist keine gute Idee. So, hast du noch 6 Sticks zufällig? Perfekt. Ja, bei uns fehlen 8. Also 2. Hä, wo sind die letzten 2? Okay. Ich hol noch schnell. Mir geht's gut. 2. Okay, du hast sie. Ich kann auch gern noch innen eine Dingens hinbauen. Wenn so. Du das lieber hättest. Nee, passt schon. Wo ist die Höhle zum Dings-Cheaten? Wenn du hier runter gehst, ist die direkt so ein bisschen links halte ich vor dir. Wie soll man das sagen? Ich kann es schon finden. Ich laufe einfach mal auf gut Glück los. Vor dir, rechts. Ein bisschen rechts drehen und dann noch vor dir. Genau vor dir. Ich habe gerade nur schnell ein paar Giftpfeile gecraftet, weil hier gerade ein Haufen Twinberries vor mir sind. Da siehst du es. Ja. Good night. Good night? Weißt du, dass es dunkel wird? Bist du da runtergesprungen? Nö. Da ist jetzt aber schon ein bisschen heller. Ich habe dafür gesorgt. Wie viele Seile brauchen wir noch? Okay, das steht's. Ja, du siehst ja, dass ich noch ein paar reintue. Ja. Es macht aber keinen Sinn, doppelt in die Höhle reinzugehen, weil das nicht für beide respawnt mit den Dingens, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Müssten wir mal ausprobieren. Übrigens, ich würde dir empfehlen, durch den anderen Weg dann wieder rauszugehen und nicht das Seil hochzuklettern. Es dauert länger. Wo ich sie gerade rumliegen sehe, ich mache mir, glaube ich, auch mal wieder ein paar mehr Feuerpfeile. Liegen da Feuerpfeile rum? Nee, aber halt die Zutaten, also Boost und Cloth. Ich bin hier gerade runtergegangen, dann kam Leck und dann ist er automatisch wieder hochgegangen. Bei mir hat es gerade auch ganz stark geleckt. Ja, weil ich hier runtergehe. Aber schön, wie hell es hier drin ist jetzt mittlerweile. Ja. Entweder hast du das hier übersehen oder... Ja. Oder wir haben das halt beide echt für uns selber, weil ich kann hier das alles noch zerstören. Die habe ich definitiv schon kaputt gemacht. Auch den hier oben? Den noch nicht. Den hier in der Ecke? Aber bei mir hast du noch das ganze Cloth nicht rausgenommen. In der Ecke hatte ich schon. Okay, wir haben das Cloth für uns alle. Ich kann ja auch Cloth rausholen. Willst du Tennis spielen? Nee, ich habe gerade schon Tennis gespielt. Kannst du gar nicht. So. Alleine geht das nicht. Also ich hätte genug Cloth, um 7 Seile zu machen. Ja, ich hole noch mehr. Ich gehe auch noch einmal rein und raus. Dann habe ich
Auch noch ein bisschen Cloud für Wenn ich hier Reserve. jetzt drin bin, will ich jetzt mal austesten. Ich bleib jetzt mal hier drin, ob das für dich dann respawnt. Okay. Ich glaube nämlich nicht. Wir werden sehen. Und raus. Und wieder rein. Leck. Okay. Und die sind bei mir alle respawned. Okay. Ja, dann kann man es doch doppelt zu zweit machen. Und da ich ja noch nicht genug von den Münzen habe, kann ich ja auch noch mal hingehen. Ja, wir haben ja schon 12.913. Na, ich bin erst bei 5000. Wenn man da mal Schade. bedenkt, ne? Gibt es dafür eigentlich irgendeinen Nutzen außer Bomben bauen? Nein. Wenn man da mal bedenkt, ich habe mir damals ja das LP von LP mit Kev angeguckt. Der wollte unbedingt immer Münzen haben. Und da haben den Leute in die Tipps geschrieben, ja, wenn du einen Speer in der Hand hast oder halt einen Stock, kannst du auf den Boden reinschlagen und dann kommen da manchmal Münzen. Das geht, aber in einer Minute kriegst du dann vielleicht mal was. Ja, ich gehe in eine Höhle und krieg da schon mal 1000 raus, wenn ich wieder rauskomme. Toll. Guter Tipp. Ja, das hier ist wesentlich zeitsparender. Vor allem, dass Leute das auch immer reingeschrieben haben, als wenn jetzt die Bomben das Beste überhaupt wären. Nö, das hilft dir so stark gegen Mutanten. Ja, warum setzt du die ein? Setz doch einfach Pfeile ein, mein Gott. Spart eh viel mehr. Ich kann es ja immer wieder nutzen. Die Gegner können dir eh nichts, wenn du dich richtig anstellst. Schreibst du hier schon wieder? Ich muss gerade noch mal was wegen Universität klären. Wir müssen in, wie spät haben wir? 6 Stunden, nee, 4 Stunden noch eine Projektarbeit abgeben und wir sind noch dabei, es zu beenden. In 4 Stunden. Ja, halt bis heute um Mitternacht. Und dann nimmst du mit mir auf. Ich dachte eigentlich, es wäre alles geklärt. Auch ich jetzt den längeren Weg nehme, genau weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt alles haben. Warum liegt hier noch Holz? Keine Ahnung. Direkt neben der Höhle Holz. Diese Schneeschuhe sind auch super toll, ne? Bringen sie was? Hä? Bringen die überhaupt was? Ich meine jetzt diese, du kennst ja Ach, die Schneeschuhe. diese, die so ein bisschen aussehen wie Tennisschläger. Die sind einfach so unnötig, weil die setzt du sowieso nicht im Schnee ein. Dadurch kannst du schneller im Schnee laufen. Aber mein Gott, du wirst auch nicht so stark jetzt vom Schnee
Slowed. Ich glaube, ich war noch nie in einem Schneegebiet. Doch, waren wir schon. Wir sind da einmal runtergerutscht, schon vergessen. Stimmt. Und wir haben da, glaube ich, auch mal aufgenommen. So, noch zwei hier rein. Ich warte jetzt nicht mehr auf dich dafür. Okay. So. Hier könnten wir eigentlich auch schon fast so einen Aufzug wieder hinbauen, ne? Hier einfach das Holz reintun kann und dann ist es oben. Hätte wahrscheinlich im Endeffekt mehr Sinn gemacht als das, was wir jetzt gemacht haben. Um ehrlich zu sein, dachte ich auch, das wäre deine ursprüngliche Idee gewesen. Nö. So weit denke ich nicht voraus. Wenn ich gerade die Idee erst hatte. Hui. Weit man noch weiter fliegt. Mist, ich wollte dich noch schlagen. So, ich probiere hier jetzt mal was. Pass auf. So. Das sollte theoretisch funktionieren. So. Also, es wird natürlich trotzdem noch ein bisschen Holz nach vorne fliegen. Aber wir machen das einfach mal so. Okay. Und dann mache ich hier noch. Du kannst ja das ganze Holz dort oben hinbringen und dann. Schon unterwegs. Das mache ich nicht so, das mache ich. Das ist ja jetzt hier. So. So mache ich das. Ja, du brauchst jetzt hier nicht die Hände so komisch zu bewegen. Wollen wir pennen gehen? Weil das hat ja geregnet jetzt. Regnet es eigentlich immer nur? Ansonsten kannst du einfach irgendeine Waffe anzünden und dann wird der wieder warm. Ach so, du hast Internet aus. Ich sehe schon. Oder habe ich Internet aus? Das wüsste ich gerne. Hallo? 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 Jetzt kommt die ganze Zeit. Dillim! Dillim! Ha! Ich höre dich wieder. Genau. Aber bewegst du dich hier noch? Also bei mir steht House Not Responding. Ja, du bewegst dich hier auf der Stelle halt noch. Aber vielleicht bewegst du dich gleich nochmal. Ansonsten muss ich dich gleich einfach nochmal hier neu reintun. War das jetzt bei dir das Internet oder bei mir? Also ich weiß es nicht. Mein Internet scheint noch zu funktionieren, aber gut, vielleicht scheint es auch nur noch zu funktionieren. Bewegt sich bei mir jedenfalls immer noch auf der Schelle. Ich kann ja mal bei Steam gucken. Bei Steam ist bei mir noch alles online, also... Ah, jetzt steht hier wieder House Responding. Jetzt bist du auch nicht mehr an derselben Stelle, jetzt bist du im Haus. Perfekt. Dann kann ich jetzt hier in Ruhe essen. Esse ich jetzt auch was? Ich nehme es aber ab, weil es kann gut sein, dass das vergammelt ist. Ja, es ist vergammelt. Du siehst doch, ob es vergammelt ist.
Ja, ich sehe es jetzt hier nicht im Dunkeln. Tut mir leid. So, du siehst ja, da hinten habe ich eine richtige Festung jetzt hingebaut. Nur damit da keiner hinkommt. Aber wir haben jetzt 25 Minuten. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das muss ich sagen. Okay. Ciao. Ciao.